Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Du trägst ein Geheimnis tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tue, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Das schreckliche Gengar gegen Pummelluft. Ein gnadenloser Kampf liegt in der Luft. Ein Blitz ist. Hey meine lieben Freunde, und was geht ab? Nein, Spaß. Und zwar habt ihr sicherlich von dem neuen Spiel Pokémon Go gehört. Ihr müsst rausgehen und Pokémons fangen. Und das ist einfach so verrückt. Ich sehe nur noch Menschen rumlaufen mit dem Handy draußen. Sie laufen über Wiesen gezielt zu einem Baum. Und das sieht einfach, das ist wie so ein Virus. Egal wo ich bin, ich sehe nur noch Menschen mit einem Handy rumlaufen, gezielt über eine Wiese zu einem Gebäude, laufen gegen einen Baum. Das ist einfach so verrückt, ohne Witz. Später wird einfach nicht mehr die Ausrede sein, wenn man zu spät zur Schule kommt, ich hatte einen Platten, sondern ich musste noch ein Pokémon fangen. Also die Generation, die wird einfach immer verrückter. Es sieht auf jeden Fall auch so verrückt aus für Außenstehende. Ihr müsst euch vorstellen, ihr chillt irgendwo im Park, sitzt, genießt irgendwas und auf einmal seht ihr eine Menschenhorde irgendwo hinlaufen mit dem Handy und schreien rum, ja, ich hab ein Pokémon gefangen. Was soll denn ein kleines Kind denken, dass das hört und Pokémon hat im Fernsehen guckt? Mama, es gibt wirklich Pokémon? Wow, ich will auch eins haben. Das ist wirklich einfach so verrückt für Außenstehende und Leute, die das nicht wirklich kennen, denken einfach, was geht ab? Yo Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zum Pokémon Go sagt und wie ihr es halt findet. Ob ihr es vielleicht sogar selber spielt und könnt mir vielleicht eure Erfahrungen sagen, erzählen in den Kommentaren. Und ja, damit ihr mir jetzt mal glaubt, dass ich nicht übertreibe und nur noch Menschen, Leute sehe, die dieses Spiel spielen und wirklich wie so ein Virus halt rumlaufen und so eine Zombie-Apokalypse. Ja. Sehr schön. Werde ich euch jetzt mitnehmen und euch das mal zeigen. Und ja, was auch noch richtig interessant ist, was sagt ihr zum Thema Überwachung, Kontrolle? Ist natürlich ein Thema, was man ziemlich diskutieren kann. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den nächsten Videos. Und tschüss. Ja, guten Tag. Nee. Hallo, erstmal. Wollen wir irgendwo essen oder was? Nee. Ja, meine lieben Freunde, ich bin hier gerade an Nudeln essen. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, nimmt das alles nicht zu ernst. Ich war damals auch selber der größte Pokémon-Fan. Ich hatte Pokébälle, ich hatte jede Edition auf dem Gameboy. Also nimmt das alles mit Humor und immer positiv denken. Ne, Leute, peace. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht. Pokémon, komm, schnapp sie dir! Ich will die Ruhe in allem, was ich auch tue. Pokémon, du mein bester Freund zum ganzen Leben. Pokémon, komm, schnapp sie dir! Dein Herz ist gut, wir vertrauen auf unseren Mut. Ich werd von dir und du von mir. Ich nehme es in Kauf. Ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Komm, zeige mir der ganzen Welt, dass wir Freunde sind. Gemeinsam ziehen wir in den Kampf. Das beste Team. Ja, ich habe einen Relaxo gefangen! Was ist das denn? Ne, da rauche ich meine Zigarette. Hallo! Hallo! Ne, der. Was machst du denn da? Was ist Allah? Du klaust das Kuscheltier meiner Tochter. Hallo! Da fliegt mir doch hier der. Da fliegt mir der Bart fast weg! Mein Gott nochmal!
Jetzt fängt es schon mal zu regnen hier. So eine scheiß Drehkasse. Warum klappt das jetzt nicht? Ah, ich habe einen Relaxo gefangen! Geil! Ja! Ja, moin Leute. Ja, hallihallo! Ich kann gerade nicht so laut reden, ich muss meinen Bart festhalten. Aber es sind hier gerade zwei Leute lang gegangen. Die meinten, wir machen das für RTL und so. Das war so witzig. Also die Pokémon, ich sag richtig krank, ich sag dazu nichts mehr. Nö. Das Kuscheltier meiner Tochter, hallo. Da fliegt mir doch hier da fliegt mir der Bart fast weg. Mein Gott nochmal. Jetzt fängt es schon mal zu regnen hier. So eine scheiß Drehkacke. Oh, es regnet.